jetzt bimmelbammelt's da auch gerade. So, meine lieben Auf-Eating-Freunde. Das Bild habe ich euch schon eingeblendet, ihr habt schon gesehen. Ich habe zum ersten Mal ein Steak im Airfryer gemacht, also im, ich sage ja immer Mini-Backofen, aber im Handel heißt es Heißluftfritteuse. Und es hat nicht wirklich eine Kruste. Also ich würde das nächste Mal, würde ich es einfach in der Pfanne anbraten. Richtig heiß, dass das eine Kruste kriegt. Die hat es jetzt nicht. Ich habe es 8 Minuten in einer vorgeheizten Airfryer, Heißluftfritteuse. Ich mag deswegen nicht Fritteuse nennen, weil ich bin Koch und eine Fritteuse hat Fett. Also Heißluftbackofen. Und nach 8 Minuten soll 1,5 Zentimeter soll dann Medium sein. Jetzt gucken wir uns das an. Es ist Medium Rare. Das ist ja geil, ey. Das ist ja geil. Es ist medium rare. Ey, wie geil ist das denn? Boah, fantastisch. Alter Schwede. Oh, aha. Okay. Ja. In der Mitte war es das mit Medium. Da ist es, ja, kann man das immer noch Medium Rare nennen dann? Also da hätte es durchaus noch 2 Minuten gebraucht. Aber ich mag es ja so. Ja. Also das ist nicht Englisch. Sondern eins drüber. Und fürs nächste Mal weiß ich das dann. Ja. Boah, das Gewürz drauf ist der Hammer. Aber ja, war schön, ne? Ich hoffe, das sieht man in dem Video schön, wie schön rosa das ist. Und es ist butterweich. Wahnsinn. Es ist wirklich butterzart. Ja, da ist es Englisch. Ist schon warm. Ich zeige es euch gerne nochmal. Das war ja das erste Mal. Also das sind 8 Minuten zu wenig. Ja. Was macht man jetzt mit dem Fleisch? Trotzdem essen. Das blöde Ding hat 8 Euro gekostet. Ja. Natürlich beim Metzger. Das ist einfach ein ausgezeichnetes Fleisch. Dass man ja auch so essen darf. Ja, das ist ja nicht so, dass man das nicht so essen darf. Boah, das Gewürz, ne? Himmelarsch. Wahnsinn. Es kann aber sein, dass das. Doch, das waren 1,5 cm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach jede Heißluftfritteuse. Boah, guck mal, das ist perfekt Medium. Sieht man jetzt nicht, ne? Fokussier. Perfekt Medium. Na, was denkst du mal? Machen wir 10 Minuten. Ich denke mal, dann kriegen wir noch wesentlich besseres Ergebnis hin. Boah. Meine lieben Freunde da draußen, ich sag euch jetzt mal was.
mit meinen ganzen Autoimmunkrankheiten wurde mir ja nahegelegt, kein rotes Fleisch mehr zu essen. Ja. Und ihr könnt mich mal. In diesem Leben werde ich niemals Vegetarier. Niemals. Das da schmeckt so genial. Das ist sowas von der Hammer. Von der Fleischqualität her. Vom Gewürzten her. Die Garstufe. Da bist du einfach im Paradies, ne? Da. Ich merke, je weiter man hinter an diese Fettschicht kommt, je weiter man hier an die Fettschicht kommt, da ist eine Fettschicht dran, desto roher wird das Fleisch. Ja. Ich esse es quasi rohes Fleisch. Muss aber nicht sein. Ist mir jetzt zu englisch. Aber lecker. Boah. Na komm. Einer geht noch. Rumsteck. Träumchen. Wirklich ein Träumchen. Niemals werde ich Vegetarier. Nicht in diesem Leben. Vegetarisch essen ja. Kein Problem damit. Aber Leute, ey. Einmal im Monat brauche ich meinen Steak.